Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem kurzen, ja, eher spontan Miststream. Ich denke mal eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten maximal, weil ich dann nachmittags noch raus möchte. Ja, ich gehe bloß dann mal kurz zwischenzeitlich für 2 Minuten den Kaffee holen, der ist noch auf der Maschine sozusagen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, mal gucken, was wir heute schaffen oder was ich heute schaffe. Ja, Pause wird es heute keine geben. Ja, diesmal am Stück. Ja, schauen wir mal. Ja, an der Stelle möchte ich natürlich allen neuen Abonnenten danken bei Twitch und auch bei YouTube. Ich habe es wieder mal zu spät mitbekommen. So, ich hatte im Off schon mal ein bisschen was vorbereitet, vor Jahren gewesen, weil das wollte ich jetzt nie im Stream zeigen. Das ist ein Tag jetzt später sozusagen und ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht hatte. Lass mal gucken. Wir brauchen eigentlich mal wieder ein bisschen Schrotmunition. Die M4 nehmen wir mal mit. So. Wir müssen bauen wie der Helden. Eine Axt war kaputt gegangen in der Zwischenzeit, dass ich noch ein bisschen hier das Zeug fertiggestellt hatte. Muss ich erst mal gucken, was ich noch habe. Eine habe ich noch einstecken. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir Zeug finden wieder. Muss ich das mal wieder bei Twitch hier aktualisieren? Da aktualisiert wieder meine automatisch mein Control Player hier. Jetzt hat er'n. Ja, okay, gucken wir mal. So, weil ich nicht weiß, ob sich das der Chat aktualisiert mit. Gut, ja. Hier habe ich schon mal ein bisschen was aufgehangen zum Trocknen. Jetzt muss ich mal gucken, wie war denn. Was ist denn mit dem Auto los? Ich sag mal nichts dazu. Meine Kisten sind noch da. Die ist leer. Irgendwie ist es buggy, hä? Buggy. Motor starten. Oh, ich hab's geahnt. Was ist denn mit der Karre los? Warum backt meine Karre rum? Das ist alles. So, warte mal, der Motor läuft. Das haben sie mit eingebaut, das ist ja cool. Da kannst du nämlich, wenn der Motor läuft, kannst du nicht bauen. Also die Karre ist in Ordnung. Ich verstehe die Welt nicht mehr, Leute. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Meine Karre buggt. Ey, was ist denn mit der Karre los? So, jetzt haben wir ein Problem. Irgendwo hier gab es nämlich Banditen. Na, Banditen. Also Banditen. So, die Räuber. Räuber, Diebe, Ganoven. Ich weiß absolut nicht, was ich jetzt tue, Leute. Ich muss erstmal die Lage peilen. Dort ist mein Haus. Ich speichere mal. Hier gab es nämlich auch nochmal Banditen. Ich will eigentlich mal in die Stadt hinter. Könnte man lang fahren. Okay, wir fahren mal hier lang. Wo ist jetzt mein Auto verbunden? Auto? Fahrzeug? Rumbrum? Ach, da ist mein Rumbrum. Ja.
hab's gewusst. Ich weiß schon wieder, wie der Stream heißt. Was ist denn mit der Karre los? Bei YouTube? So, warte mal, ich gehe nochmal gucken, was jetzt falsch ist. Dann machen wir mal einen Screenshot. Und dann nochmal. Und die speichern wir nochmal, vorsichtshalber. Dann müssen wir irre angehen, was jetzt falsch ist. Hier ist Lichtpause. Okay. Ich weiß, irgendwo so ein Banditenhaufen kämpft. Da, rechts sind Banditen, okay. Also schlechte Idee, wir laden nochmal neu. Na, die haben wir schon gesehen. Ein Banditencamp ausräuchern ohne Bogen ist kacke und ich habe auch kein Schild. Ja, entschuldige die Ausdrucksweise. Ach, das geht jetzt leider wieder gut los heute. So, das, ich nutze aber gleich mal die Gelegenheit. Während das Spiel lädt, hole ich mal meinen Kaffee. So, das passt ja. Spiel geladen und ich bin mit dem Kaffee zurück. Was Besseres kann es da gar nicht geben. So. Achso, ich halte den Motor aus. Das öffnet, drehen wir um. Weil auf Banditen habe ich jetzt absolut null Bock, Leute. Weil das ist mir jetzt die Zeit zu kurz. Wie gesagt, mir fehlt da noch etwas an Ausrüstung. Da fahren wir halt hinten rum in die Stadt. Mal gucken, ob ich mich wieder überschlage. Was ist denn mit der Karre los, Leute? Ich speichere mal. Irgendwie backt die Karre total rum, Leute. Warte mal, ich muss mal den Motor ausmachen. Ich mache jetzt mal eins, pass mal auf. Das müsste das Kreuz sein. Wertvolle Zeit verschwendet. Ihr seht, das hat nicht gebracht, Leute. Das geht mir aber ganz gewaltig auf den Senkel. Jetzt hätte die Karre im Platten.
Das ist doch nicht normal, Leute. Könnt ihr höchstens eins was versuchen? Dass wir ein ähnliches Auto finden, also noch so eins, und das umrüsten, umbauen. Das war ein Ladefehler. Ey, was ist denn mit dem Spiel passiert? Ach, ich gehe kaputt. Da willst du mal kurz. Ja, ich hab bestimmt wieder mal eben schnell gedacht, ne? Sollte man halt nicht so. Das läuft. Na gut, es gibt auch solche Sachen, ne? Dass es halt nicht so zur Zufriedenheit läuft. Es muss ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein in des Streams, ne? Ich hoffe, das liegt. Ne, warte mal, eigentlich. Da greift eigentlich schnell viel Platten zu, weil. Parallel kopiere ich nämlich ja meine ganzen Videos. Die ich archiviere auf die andere externe rüber. Weil meine Videoschnittplatte ein bisschen, ja, langsam voll wird. War man nicht so schnell meistens. Das scheint so zu gehen, hä? Da greift er ja eigentlich auch nicht auf die Plätze. Ach guck an, jetzt ist er plötzlich das Schild geladen. Müssen wir das verstehen, Leute? Sind wir denn letztens hier durch hier vorne, ne? Millimeterarbeit angesagt. Das Haus hat man gemacht, das da drüben hatten wir gemacht. Problem ist, wo geht's denn dorthin? Wir fahren mal in die Richtung gucken. Und ganz vorne waren so Banditen. So. Meine Frau, das stinkt, wenn du mich brauchst, das stinkt. Das stinkt. Das stinkt. Mit der Kohle, Leute. Leute, was ist denn mit der Kohle los? Hinten steht noch so eine zweite Kohle rum. Dürfen wir gerne mal gucken. Irgendwie ist die total verpackt, die Karre. Aber wieso ist die Frage? Wieso? Hier vorne war nämlich auch schon ein Banditen kämpfen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das hier schon ist an der Kreuzung. Weil das riecht schon. Ah, ich sehe es schon. Also können wir doch irgendwie lang. Also wird das nicht mit dem Auto holen dort. Wenn das mal versuchen umzubauen. Ist völlig verpackt.
Geld mehr auf den Punkt, Punkt, Punkt. Problem ist, habe ich es schon gespeichert, ne? Kannst du vergessen, ich lade lieber neu. Also das ist heute ein neuer Ladestream, so wie es aussieht. Weil es gab kein Update und nichts, ne? Das ist ja einfach nur das Spiel. So. Ich habe das Auto ja auch letztens gar nicht benutzt in der. Doch kurz, aber da war nichts passiert. Ach, Kaffee beruhigt dich mal. Tut mir leid, dass wir heute so lange Ladebildschirm haben. Aber ich kann es nicht ändern. Merkt ihr was? Blöderweise hat er jetzt hier gespeichert. Jetzt haben wir die Karre zumindest erstmal aus dem Dreck gezogen. Ah, ich bin natürlich jetzt dagegen gerammelt. Was ist denn? Das ist doch nervig, mal ehrlich, Leute. Den Spaß, das spielen wir mit. Das ist völlig verbuggt, das Teil. Ich höre gar nicht mehr. Wir versuchen es nochmal, ansonsten, ja, dann wird der Stream halt für die Katz werden. Okay, die Katz kann ich nicht dafür. Das kann der Katz eigentlich auch nicht vorsetzen. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich, um das mal milde auszudrücken. Es gab kein Update vermisst. Das ist ja das Kuriose. Das hängt ja hier alles auf halb. Meine Kisten sind irgendwo weg hinten. Und mal vielleicht, wenn er lädt. Schon wieder Zombies drin rum, die haben wir ja erst entsorgt. So, jetzt haben wir die Kiste erstmal wieder raus. Also mal, jetzt gucken wir mal, wie das hier ein bisschen verhält. Das ist völlig verbuggt. Hilfe verpackt, Leute. Kann man hier hinten durch? Ich bleibe nicht noch. Ich geh mal gucken. Wohin gab es Level Ups aufs? Wer wisst schon.
dass so alles kaputt ist. Das riecht nach Bandit hier, du. Ne, hier hinten ist die andere Stadt, aber hier kommen wir nicht durch. Wenn wir uns anschauen. Wir gehen einfach mal gucken. Wir haben, ich meine, der Spielstand wird, kann sein, dass wir immer mal neu anfangen müssen, ne? So wie das hier aussieht. Ach, hier hinten ist die andere Stadt. Okay, warte mal, wir haben immer die Kiste weiß, das haben wir nicht, wenn wir uns bewegen können, das heißt. In dem Haus müssen wir dort vorbei, okay. Wenn jetzt meine Kisten hinten. Das geht jetzt wieder los, leider. Nervig, du kommst eigentlich, ich sage euch ganz ehrlich, das macht jetzt absolut keinen Spaß mehr momentan. Das ist ge. Wieso ist denn der Koffer dort drin? Den hatte ich doch gar nicht mitgenommen. Hatte ich den letztes Mal vergessen oder was? Ich habe den jetzt übersehen. Mir fehlen noch Kisten, ich weiß nicht, wo die Kisten sind. Leiden noch mal neu. Ach, nee. Ja, an der Stelle bin ich echt am überlegen, ob ich da weiterspiele. Wir versuchen jetzt noch mal, vielleicht kommen wir zur Rente. Bei Gelegenheit mal noch das auf ein anderes Fahrzeug umrüsten. Ob der Bug dann weg ist. Ansonsten ist der Spielspaß momentan da eigentlich ja wieder weg, muss ich mal so sagen. Wie gesagt, die Endekiste am Anfang, wo die weggeflogen ist dort, der Koffer, wo Ölzeug drin, das könnte ich verschmerzen. Ist er halt early, ne? Der tatsächliche Koffer. Kisten sind weg. Das geht mir auf den Senkel, mal ehrlich. Sind grundlos die Kisten weg. So Leute, so macht das Spiel keinen Spaß mehr, das ist ja. Einfach weg. Nehmen das jetzt mal mit hier. Mal die hier hinten irgendwo hingeschmissen hat, aber.
Kisten, Leute. Nur die zwei wichtigsten Kisten weg. Oder die eine wichtigste. Weil wenn wir losgefahren sind, hat man ja noch Mist. So, jetzt gucken wir noch mal. Hier ist der Dings hinten. Wir müssen sehen, dass wir jetzt hier durchkommen. Schaffen werden. Doch, okay. Jetzt haben wir hier einen Baum auf der Straße, das ist natürlich blöd. Suchen wir hier irgendwie so durchschlängeln uns. Das geht schon mal. Okay, wir parken hier. Kisten sind weg. Meine wichtigsten Kisten sind weg. Ich habe nicht mehr zu essen jetzt da durch. Sehen Sie schon mehr, ja. Okay, wir haben was zu essen für Notfall. Also, meine Wasserflasche wenigstens noch da. Ja. Das ist eine Axt, die ist sehr gut. Zumindest nicht. Wisst ihr, was da drin ist in dem Ding? Mein Benzinkanister. Schön. Was zu essen hätte ich jetzt notfalls erstmal wieder. Die Salden nehmen wir mit. Kommen wir in die Kirche rein? Ne, weiter. Das geht. Ich spare euch mal. Wir gehen erstmal gucken. Vorsichtig gucken. Wo es hier hingeht. In den Häusern. Ah, das sieht ganz gut aus. Wir fahren mal weiter. Ich habe noch die Hoffnung dann, dass wir die Dinger noch finden auf dem Rückweg. Das alte scheint jetzt debuggt zu sein halbwegs. Fernglas wäre was richtig Geiles in dem Spiel, Leute.
Ja, das gibt's noch nicht. Ich habe das immer gefühlt, dass da Zombies drin sind. Wie sieht's mit meiner Gesundheit aus? Ich habe natürlich wieder kein Brecheisen mehr, das ist der große Mist in der ganzen Geschichte. Hammer, na gut. Mal alles gut. Ich werde hier auch mal zwei Knäfer, ne? Geht nicht was? Naja. Tja, hier kommen wir jetzt nicht mehr rein, weil uns Dings weg ist. Hier wäre bloß in die Tür zu, okay. Hier ist der Alpha-Wand. Oh, da kommen wir rein. Ja, ist die Frage, was man macht. Ich hoffe mal, dass das jetzt da bleibt. Den erstmal mal. In der Hoffnung, dass das Zeug da bleibt diesmal. Es ist eigentlich alles jüdisch in den Hand. Hier sind nur ein paar Zombies drin. Na, ich weiß das. Ich fahre mal zurück zur Basis, um zu gucken, ob ich meine Dinger wieder finde, meine Kisten, weil das ist ein bisschen belastend. Seele, komm mal hier lang.
nicht durchgekommen. Das ist passt doch. Soll ich mal gucken, wo ich hier runter bin? Das passt. Ja, sonst vergesse ich das nämlich im nächsten Strömen wieder, wenn ich schon meine Kisten hier habe. Ich habe noch die Hoffnung, dass ich sie finde. Keine Kisten, Leute. Dort sind sie, guck mal. Oh, wir haben ein Schwein, Leute. Wir haben ein Schwein, haben wir. Oh, cool. Scheinbar ist das Auto jetzt debuggt, also können wir doch weitermachen. Alles da? Alles da. Trotzdem erstmal zurück nach Hause. Wir speichern mal. Besser ist das. Jetzt haben wir es wieder. So, okay, aber ich würde sagen, ich mache dann bald mal Feierabend. Und so ist ein ganz kurzer Stream und backen noch alles. Den Sperr kann man jetzt erstmal wegstecken. Gut. Den Koffer lasse ich zu Hause. Ja, eine Axt hat mir nämlich schon drinnen gehabt, vorsichtshalber, das ist gut. Lichten hier, Feder nehmen wir mit. So, jetzt ist die Quiz vor, wir brauchten ja hier. Ich habe eine Idee, den Koffer, den stellen wir da drüben rein. Müssen wir mal ein bisschen Sprit einschmelzen hier. In der Ladung noch. Das müssen wir umsortieren.
Den Koffer nehmen wir mal mit. Wo kommt dann irgendwann mal Schränke hin? Das kann man nämlich ausnehmen. Wir machen hier erstmal das alte Zeug so ein bisschen rein. So, hier müssen wir Schmelz machen. Schon mal ein bisschen was drehen, Herr Wester. Da muss ich überlegen, wie ich das weiter da. Den Koffer können wir auch rüber tun. Wo wir heute wenigstens mal effektiv was gemacht haben hier. Das ja nur. Ich hab da nur irgendwo eine Zündkerze, sagt man. Und eine Zündkerze. Gib mir kurz dein Rad. Mist. Oh, ich habe mich verlenkt. Oh, nee. Der Rückspiegel funktioniert. Nee.
Stück hinter. Müssen wir wieder rausnehmen? Den Baum auch mal. Wir gucken mal, welcher Motor besser ist. Benzin kann das da drinnen vergessen. So, gut, jetzt haben wir es kurz zum Zweifeln. Ich frage, ob wir die Zinnkerzen, die nehmen wir besser mal mit. Gucken wir mal vorsichtshalber alles durch. Was nicht mehr alte Messages. Dürfen doch da nicht mehr alte Messages sein, genau. Die kaputten Messer und hier. Hier ist noch ein Motor, der kommt noch mit rüber. Eine Zündkerze. Das machen wir anders. Die hat Birch. Du musst die mal tauschen. Die nehmen wir als Ersatz mit. Die schrauben wir hier rein. Das tun wir hier rein. Da brauchen wir noch ein Rad bei Gelegenheit. Alles zumachen. Ansonsten haben wir nicht mehr. Genau, hier ist Militärkomponenten und Zeug. Gut, dann lassen wir das ja. Räumen wir das mal auf hier. Und dann muss ich bald schon wieder aufräumen. Lassen wir es in Riegel. Ach komm, nein damit, ja. So, Flaschen füllen wir auf und dann ist Pumpe. Gut, haben wir trotz der buggischen Sache doch was geschafft. Wir speichern an der Stelle nochmal vorsichtshalber. Gut, gehen raus. So, ja, gut. Haben wir einen kurzen Miststream, der relativ, ja, buggy war durch das Audio, aber, ja, ein bisschen was wurde ja trotzdem geschafft, zum Glück noch, und, ja, liebe Leute, ja. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Ja, dann danke ich allen Abonnenten. Danke fürs Zuschauen. Ja,
für nächstes Stream. Mal gucken, ob es nochmal Mist wird oder diesmal Empyrion. Mal schauen oder was anderes. Gucken wir mal, wie sich die Sache jetzt hier entwickeln wird. Und so weiter und so fort. Ja, dann wünsche ich euch einen restlichen schönen Sonntag. Lasst euch nicht ärgern. Danke fürs Zuschauen nochmal und alle. Danke an alle Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.